Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Scheidender Bundestagspräsident sorgt sich um Debattenkultur. Berlins Autofahrer doch nicht so schnell wie geglaubt. Und das Wetter. Donnerstag kann es Sturm und viel Regen geben. Mehr zu den Aussichten am Schluss der Sendung. Ja, damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 4. Oktober. Der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die neu ins Parlament eingezogenen AfD-Abgeordneten ermahnt, ihr Mandat ernst zu nehmen. Das erfordert eine sprachliche Disziplin in der Debatte, die die Bedeutung eines Parlamentes erkennen lässt und nicht Provokation anstelle von Kooperation setzt, sagte er der Welt. Mit Blick auf die Äußerung des Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, die AfD werde die Kanzlerin jagen, fügte Lammert hinzu, ein Parlament ist kein Jagdrevier. Lammert sprach lobend von einer Konsenskultur, die bislang im Bundestag geherrscht habe. Er befürchte nicht, dass das verloren gehe. An seine CDU appellierte er, nach dem schwachen Wahlergebnis den künftigen Kurs nicht allein nach Umfragen auszurichten. Diese zeigten oft widersprüchliche Erwartungen der Wähler. Die Pflegekräfte an der Charité nehmen ihren Streik in dieser Woche nicht wieder auf. Das haben Tarifberater und Tarifkommission der Beschäftigten beschlossen, wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte. Verdi sei beauftragt, sich konstruktiv, kritisch mit angemessenem Misstrauen auf einen Verhandlungsprozess einzulassen, hieß es weiter. Bis Mitte November wurden konkrete Ergebnisse erwartet. Die Bereitschaft, den Streik wieder aufzunehmen, sei allerdings weiter hoch. Berlin ist eine halbwegs zivilisierte Oase in einem von Rasern geplagten Land. So etwa lautet die Bilanz einer aufwendigen Messkampagne der Unfallforschung der Versicherer, über die der Tagesspiegel am Mittwoch berichtet. Die Verkehrsexperten haben in ihrer Untersuchung das Tempo von mehr als 2 Millionen Kraftfahrzeugen in 4 deutschen Großstädten gemessen, mit unauffälligen Geräten am Straßenrand. So entstand ein Bild der real gefahrenen Geschwindigkeiten, also auch auf freier Strecke und ohne Polizeipräsenz. Begonnen wurde die Messreihe 2014 in Berlin, wobei sich die Autofahrer ganz überwiegend als diszipliniert erwiesen. Dann folgten Köln, wo vor allem ganz skrupellose Raser häufiger waren, und München, wo häufiger zu schnell gefahren wurde als in Berlin. Mit rund 500.000 Messungen in Hamburg wurde die Reihe jetzt beendet und die Hansestadt als Rasermetropole erkannt. Ähnlich finster ist die Bilanz auf Tempo-30-Strecken. Etwa jeder Vierte fuhr in Hamburg mehr als 40 Stundenkilometer. In Berlin war es jeder Elfte. Disziplin herrschte nur in der Nähe eines stationären Blitzers. In Berlin warten tausende Studenten auf eine bezahlbare Wohnung. Ihre Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Wohnungslage für Studenten in Berlin bleibt trotz vieler Bauprojekte also angespannt. 5.430 Studenten warten laut dem Studierendenwerk Berlin unmittelbar vor Beginn des Wintersemesters auf einen Platz im Wohnheim, zweimal so viel wie im Vorjahr. Hinzu kommt die Dunkelziffer jener, die sich nicht auf einen Wohnplatz beim Studierendenwerk gemeldet hätten. 5.000 neue Erstsemester werden erwartet, doch Wohnungen, die auch nur in der Nähe des S-Bahn-Rings liegen, wird sich wohl kaum jemand von ihnen leisten können. Der Carsharing-Anbieter Multicity stellt sein Angebot in Berlin nach nur 5 Jahren ein. Wie die Citroën-Tochter auf ihrer Website ankündigte, soll am 29. Oktober um 1 Minute vor Mitternacht Schluss sein. Wir bitten dich deshalb höflichst darum, deine Fahrt an diesem Tag vor Mitternacht zu beenden, hieß es. Multicity hat nach eigenen Angaben 330 Wagen in Berlin stationiert, davon 230 mit E-Antrieb. Multicity-Manager Björn Hornemann sagte dem Tagesspiegel, das Hauptproblem ist, dass die Stadt zu wenig dafür tut, Infrastruktur auszubauen. Es gäbe zu wenig Ladepunkte, zudem seien Ladesäulen häufig zugeparkt. Aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen können wir unseren Service langfristig nicht kostendeckend anbieten, heißt es auf Facebook. Im Januar 2015 hatte der neue Eigentümer des Mögelturms, Matthias Große, Bauantrag für die Sanierung des gesamten Areals eingereicht. Seit Mittwoch hält er nun die Baugenehmigung in den Händen. Das Treptow-Köpenicker Bauamt und der zuständige Bezirksstadtrat haben uns auf dem Weg zur Revitalisierung des bekannten Ausflugsziels eng begleitet und nach einvernehmlichen Lösungen gesucht, freut sich Große. Im Ergebnis wurde bereits im März eine Teilbaugenehmigung für das Untergeschoss des ehemaligen Ausflugsrestaurants erteilt.
Das Baugenehmigungsverfahren war laut Große recht komplex. Insbesondere die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs erwies sich als schwierig. Der Sanierung des historischen Köpenicker Ausflugslokals steht nun aber nichts mehr entgegen. Die Wiedereröffnung ist übrigens für den 1. Mai 2018 geplant. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist dicht bewölkt und regnerisch. Der Wind weht nach wie vor kräftig aus westlicher Richtung. Die Tiefstwerte bewegen sich um die 10 Grad. Ungemütlich geht es weiter. Am Donnerstag begleitet uns fast ständig mäßiger Regen und Wind mit gelegentlichen Sturmböen. Das Quecksilber schafft es dabei auf maximal 13 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Der Wind lässt zwar wieder etwas nach, der Regen bleibt aber auch am Freitag und am Samstag unser ständiger Begleiter. Am Sonntag bekommen wir dann endlich auch wieder die Sonne zu Gesicht und der Regen lässt wieder von uns ab. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 und 13 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.